Hi Joachim, kannst du bitte kurz nochmal erwähnen, welche immersen Pflanzengattungen sich nach der Erfahrung in deinem Aquarium gut für Aquariponik eignen? Also, wenn es danach geht, ist es so, dass fast alle Pflanzen als Aquariponik geeignet sind. Fast alle. Allerdings die einen besser, die anderen weniger gut. Ja, also womit man, also meines Wissens, ja, ich habe es noch nicht ausprobiert, was nicht funktionieren sollen angeblich Zitrusfrüchte sein. Ja, also Zitrusbäume. Ansonsten, was auch nicht so toll funktioniert, ist alles, was volle Sonne braucht. Ja, ich sag mal zum Beispiel Küchenkräuter, ja, oder Gemüsepflanzen, ja. Wie Tomate und was weiß ich, Kohl und Sellerie und Radieschen und Möhren und was weiß ich. Ja, die brauchen volle Sonne und die funktionieren in der Regel nicht, weil wir denen einfach nicht genug Licht anbieten können. Ja, das steht in keinem Verhältnis, die Lichtmenge, die wir dafür draufballern müssten. Aber alles, was in der Natur, auch in schattigen Bereichen, halbschattigen Bereichen wächst, das funktioniert auch im Aquarium, in der Aquarioponik. Sogar Kakteen, ja, also zumindest Gliederkakteen, also Säulenkakteen oder so, habe ich noch nicht ausprobiert, da bin ich jetzt nicht sicher. Aber Gliederkakteen, ja, Königin der Nacht, Weihnachtskaktus, Osterkaktus, die funktionieren sogar auch. Ja, natürlich alles an Philodendron-Arten, Monstera-Arten, Buntnesseln, Grünlilien, Erdorchideen funktionieren auch, ja, vorausgesetzt man die nicht so wie ich in Mineralwolle, sondern in ein lockeres Substrat, dann funktionieren eigentlich auch die ganzen Juwelorchideen. Ja, die meisten haben bei mir übrigens auch funktioniert, auch in Mineralwolle, aber einige haben es halt nicht gepackt wegen der Mineralwolle. Andere haben es nicht gepackt wegen der Temperaturen, die wir hier im Winter hatten, als ich noch keine Heizung hier hatte. Und Tradeskanzien, also Dreimasterblumen, Begonien, was haben wir denn noch? Was habe ich denn noch da? Syngonien, Syngoniumarten, das sind so weitestgehend die, die ich habe. Aber da gibt es mit Sicherheit noch viele, viele andere. Ja. Und da einfach ausprobieren. Ne? Ich meine, gibt ja häufig eben beim Discounter, kriegst du ja oft Pflanzen für ein Apfel und Ei, dafür 2, 3, 4 Euro. Hey, die sind natürlich nicht schon vorbereitet für die Aquariponik, da musst du erstmal die ganze Erde abmachen und eventuell Wurzel ein bisschen einkürzen und was weiß ich. Ne? Und die erstmal umgewöhnen. Aber als Versuch. Ne? Aber wie gesagt, nicht versuchen, irgendwelche vollsonnigen Pflanzen, ja, die volle Sonne brauchen, die solltest du gar nicht erst probieren. Küchenkräuter nehmen für die Aquarioponik, Petersilie zum Beispiel. Das ist, ja, ich meine, rein theoretisch geht das natürlich auch. Ne? Allerdings, was Pflanzen angeht, die zur Gewinnung von Lebensmitteln gedacht sind, ja, oder geeignet sind, das sind Pflanzen, die in der Aquarioponik meistens mehr schlecht als recht funktionieren, weil die in der Regel volle Sonne brauchen. Ja, das sind meistens Sonnenanbeter und die können wir im Aquarium einfach nicht bieten. Ja, dafür ist unser Licht über dem Aquarium in der Regel viel zu schwach. Ja. Deswegen würde ich da gleich die Finger von lassen. Ne. Man kann es natürlich versuchen, aber macht meines Erachtens nicht wirklich Sinn. Joachim, ziehen schnell wachsende Aquarioponik-Pflanzen wie die Efeutute schnell Phosphat aus dem Becken? Das Problem ist, wenn du extrem viel Phosphat drin hast, aber die anderen Nährstoffe nicht entsprechend ausreichend vorhanden sind, dann nutzen dir schnell wachsende Pflanzen nichts, ja, wenn Nitrat auf Null ist. Und du trotzdem da, was weiß ich, 0,5 Milligramm oder 1 Milligramm Phosphat im Wasser hast, dann wird das Phosphat nicht mehr verarbeitet, ja. Weil
es halt an den Nährstoffen fehlt, an den anderen. Ja, also, und dann je nachdem, Pflanzen haben natürlich auch je nach Status auch sehr unterschiedlichen Nährstoffbedarf. Ja, ich sag mal zum Beispiel, Pflanzen, die einen besonders hohen Phosphatbedarf haben, sind blühende oder fruchtende Pflanzen. Ja, wenn du zum Beispiel, mal rein hypothetisch, du hättest genug Licht über dem Becken und du würdest zum Beispiel Tomaten, ja, hier es gibt ja schöne kleine Tomatensträuchlein, darüber in die Aquariponik setzen, die verbrauchen ziemlich viel Phosphat, ja. Also gerade für die Fruchtbildung brauchen Pflanzen sehr viel Phosphat. Ne? Pflanzen, die also eigentlich nur eine Grünphase im Aquarium oder über dem Aquarium haben, wie die meisten unserer Aquariopanik-Pflanzen, die verbrauchen nicht so viel Phosphat. Ja? Die verbrauchen mehr Stickstoff und Kalium, ja, von den Makroelementen. Ne? Und dann halt auch je nach Art entsprechend auch mehr Magnesium und Calcium oder mehr oder weniger, ja. Ne, aber Phosphat, besonders Blühpflanzen oder fruchtende Pflanzen, ziehen besonders viel Phosphat.